Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Let's Play Liberal Crime Squad Teil 15. Ja, da wir jetzt keine Geheimakten mehr haben, schauen wir, dass wir da ein paar bekommen. Dazu ziehen wir uns erstmal eine Polizeipanzerung an. Und jetzt schleichen wir uns in die Hallen des jüngsten Gerichts. Gleich nochmal hin. Ja, sehr schön, habe ich Beweise für die Bestechlichkeit von Richtern. Ja, wir haben schon Alarm. Jeden Zeitungsartikel schreiben. Und machen uns weiter, wie wir bisher weiter gemacht haben. Richter ist bestechlich. Sagen, gehen wir nochmal hin. Gerichtshallen, die dann immer viele Gesetze auf einmal beeinflussen. Zeitung kommen. Ja, noch rausgekommen. Wir sehen, wir haben uns für Barrierefreiheit engagiert, also die Türen getreten. Okay. Gehen wir noch mal zur Firmenzentrale und versuchen den Tresor zu knacken. Noch ein Versuch.
wird mir raus. Und wenn man natürlich was aus dem Tresor bekommt, dann wird es nicht abgesperrt. Das ist gut. Endlich. Jetzt müsste sie abgesperrt sein. Jawohl, gehen wir mal zur Chefburg. Dürfen wir nicht vergessen, mit den Hunden zu reden. Jawohl. Ah, jetzt haben wir denn nicht genug Geheimakten. Ah, scheiße. Ja. Und jetzt warten wir wieder, bis wir wieder eine Razzia bekommen oder wieder was veröffentlichen können. Jetzt nehmen wir jetzt mal das hier. Ah, die Bücher vom Gesundheitsamt. Ja. Ja, die Sklaverei wird wieder eingeführt. Schauen wir mal. Immer noch keine Razzia. Steuererklärung. So. Verkaufen erstmal die Healerware. Kleidung schneidern. Und Moment. Ziehen wieder feuerfeste Anzüge an. Falls die Feuermänner kommen, was bald der Fall sein dürfte. Ja, wir springen das Schneidern mal ein bisschen. Ja, jetzt zum Monatsende verkaufen wir wieder die ganzen Anzüge. Was denn? Ja, haben wir schon wieder einiges eingenommen. Und ja, haben wir wieder Beweise für die Bestechlichkeit von Richtern. Ja, also das war jetzt Teil 15 von diesem Let's Play Liberal Crime Squad.